Ja, werden wir ja gleich beim nächsten Buchstaben sehen, ob ich alle gefunden habe. Hat man übrigens nochmal die Todesanimation gesehen? Ich werde gar nicht voll aufgefüllt. Naja. Macht nichts, ich habe genug Leben. Diese Vögel sind die eigentlich gefährlichen Gegner. So. Oh. Die Viecher erinnere ich mich auch noch. Die sind auch gemein. So, hier geht's nach vorne. Dann nach links unten. Da gibt's nämlich das C. Kann ich das hier kaputt hauen? Ja, das kann ich kaputt hauen. Und das U. Na bitte. Schon mal wieder zwei Buchstaben mehr. So. Da oben ist das E. Das sieht man jetzt schon. Herr cool. Oh, du Mistvieh. Ich dachte, du kommst erst, wenn ich nah genug ran bin oder so. Ist hier irgendwas? Nee. Na dann. Bam. Bam. Und nochmal Bam. So, das Herkule habe ich schon. Das heißt, ich bin auch schon kurz vorm Ende des Levels. Das heißt, ich... Nee, Moment. Das heißt ja, das Essen muss ja noch übel weit entfernt sein, oder? Hier ist das E, das wusste ich. Ah, das S ist doch, glaube ich, ganz am Ende gewesen vom Spiel, vom Level. Und das Level hat, glaube ich, jetzt noch... Es geht, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, jetzt kommt nämlich erstmal die Stelle. An die erinnere ich mich auch noch. Könnte man nämlich die Viecher so ausschalten. Ja, komm, los, wirf dein Steinchen. Lass dich fertig machen. Ah, Mistvieh. Mist, na gut. Ach, scheiße. Egal, ignoriere ich ihn einfach. Ah, der Vogel kommt jetzt angeflogen. Ah, wann wechselt die Lane? Dich habe ich kommen hören. Mistviecher. Da oben wartet schon wieder einer am Baum. Wunderbar. Okay. Wartet auch einer am Baum. Die Viecher sind einfach nur nervig wie die Hölle. Gut, den hätte ich auch erwischt, bevor er mich erwischt. So, gab es hier jetzt noch irgendeinen Weg nach hinten? Nee. Okay. Ja, ja, komm du nur. Ich weiß ganz genau, was du willst. Haha, erwischt. So ein Pech aber auch, dass ich vorbereitet war. Naja, bei dir ist das genau das Gleiche. Das war ein geiler Stein. Oh, wow. Stein dachte sich so, yo, ich träume mal rum.
Flügel sind einfach nur OP, ohne Witz. Da vorne ist wieder so ein Vieh. Was auch immer das sein soll, ein Greif oder so. Scheiß Vogel. So. Und wieder ein bisschen Münzen. Bam, 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 bam. Nix mit mir. Nix da mit mir. So. Hier gibt's eine Vase versteckt. Wie jetzt? Das soll schon das Ende sein, aber hier vorne gibt's noch was. Aha, da komme ich so nach vorne. Ich habe mir doch gedacht, hier geht's noch weiter. Aha. Naja, so sind die Verstecke. Relativ gemein. So, ich glaube, jetzt habe ich aber wirklich alles gefunden. Ja. So, hinten war nur dieser Zentaure. Dann geht's jetzt nämlich zum Endboss dieses Levels. Bam. Bam. Ihr habt übrigens vielleicht schon gemerkt, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Also, ein bisschen Schnupfen habe ich immer noch, aber es geht mir deutlich besser. Und ja, man sieht rechts unten die Bossleiste und was muss ich machen? Ich muss eben reiten. So, jetzt will ich mir erstmal das S holen. So. So. Viel Spaß, geritten zu werden. So. Bam, 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 bam. Einmal reiten noch und seine HP-Leiste ist leer. Okay, jetzt habe ich dich. Auf Wiedersehen. Und bam. Wie im Anime, wie in dem Film. Einfach nur genial. So. Level geschafft. Ja, toll gemacht, Deiner! Kompliment! Hey, du wirst in 0, nichts eine Legende sein! Ich bin doch jetzt schon eine Legende. Ich hab Nummer 96 zielen! Was? Heldenstufe Schwächling? Ich hab 100%! Guck dir das an! Was soll das heißen, Heldenstufe Schwächling? Du hast ein Geheimnis gefunden. Ja, klar. Okay, speichern wir mal eine Runde. Ich weiß nämlich echt nicht mehr, was man machen musste, um 100% zu kriegen. Ja, überschreiben wir das mal. Wie gesagt, im Notfall spiele ich offscreen alles nochmal nach, für den Fall, dass ich das brauche. So. Wieso Schwächling? Ich verstehe es echt nicht. Vielen Dank für alles, Herki. Es war ein echter Höhepunkt. Ihr da, Herr! Ah, bitte melden, bitte melden!
Wir haben noch was vor, weißt du noch? Theben wartet auf uns! Ja, ja, ich weiß. Ja. Ja, ich weiß. Theben, erleben und sterben. Ach ja. Theben, erleben und sterben. Wir sind jetzt in der Großstadt von Griechenland? Altertum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Theben ist auf jeden Fall eine Stadt mit Problemen ohne Ende. Steckbrieflich gesuchten Baum oder was? Keine Ahnung, was das hier ist. Hier gibt es jetzt übrigens auch immer diese Personen, die ganz coole Animationen sind. Haben teilweise und auch die eine oder andere Gefahr, wie zum Beispiel Katzen, die vom Blitz getroffen werden und auf mich zurennen mit Feuer. Oder Typen, die einfach nur panisch rumrennen. Das sind, glaube ich, die Fangirls von Herkules. Die wird von der Gewitterwolke verfolgt. Natürlich. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich wo lang muss. Muss ich mal gucken. Ich muss mich nicht allgemein hier ein bisschen umgucken in Theben. Es ist eine ganze Weile her, als ich das Spiel gespielt habe. Habe ich ja schon erwähnt. Eingangs. Ah, verdammt, ein Dieb. Ist das nicht derselbe Sprite wie beim letzten Mal? Ja, scheinbar. Ja, unser Kumpel ist auch... Bloß eine andere Farbe haben sie. Okay. Hier ist eine Straße. Ich wüsste nicht, ob ich über die Straße schon drüber will. Mit einer Ampelvase. Halt, Moment. Okay, hier ist nichts. Und hier? Nee. Ich finde das Spiel, übrigens, hier hat das Spiel so ein paar unfaire Züge in dieser Stadt, weil man auf manche Leute einfach nicht reagieren kann. Auf manche Ereignisse, wenn man es nicht weiß, wie zum Beispiel das. Aua. Ah. Verdammte Mistkatze. Sag mal, diese Katze, ich hasse sie. Ich brauche eine Herkulade schon wieder, wegen einer Katze. Und das Haar gefunden. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu gehen. Und Besiegbarkeit auch. Ich verrüste die mal besser aus. Die ist automatisch ausgewählt, verdammt. Ah, ich hab nochmal Schwein gehabt. So. Ich glaube, jetzt brauche ich sie erstmal nicht. Okay. Wie gesagt, eine Vasenampel. Müsste die eigentlich nicht stehen bleiben? Keine Ahnung. Hat das gerade der Boden gewackelt? Ja, es ist ein Erdbeben. Verdammt. Aua. Oh, ich bin erledigt. Scheiße. Immer wenn die Tussi hier in der Nähe ist, kommt ein Erdbeben. Irgendwie habe ich das geahnt. Und ich befinde mich wieder am Anfang des Levels. Zum Glück habe ich noch alles eingesammelt. Außer das Feuerschwert? Ja, meine Upgrades sind weg. Oh Mann. Die Herkulade, naja, gut, die kann ich auch wieder neu einsammeln. Das ist immerhin gut. Kann ich nicht irgendwie gucken, ob ich meine Buchstaben noch habe?
Ich hoffe es einfach mal. So. Wie gesagt, hier Erdbeben, weil die Tussi in der Nähe ist. Weg hier. So. Das hier ist einer der finsteren Händlern. Der tut mir Goldmünzen ausspucken, wenn ich in der Nähe bin. Der wollte, glaube ich, im Anime, wollte er, glaube ich... wieso sage ich jedes Mal Anime? Es ist ein Film, verdammt. Ein Disney-Film. Oh Gott, ich krieg einen Manga. Okay, vergesst es. Ich bin heute irgendwie nicht... Ich kann heute irgendwie nicht richtige Dinge sagen. Jetzt wollte ich schon sagen, ich krieg eine Manga. Oh, das habe ich heute bloß mit Animes und Mangas. Ich lese zu viel und schaue zu viel. Ich merke schon. Also er wollte, glaube ich, im Film eine Uhr verkaufen. Und hier ist der erste Boss. Ein... oder Miniboss. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es der Minotaurus. Und der wirft jetzt Steine auf mich. Im Film war der, glaube ich, bloß eine kurze Zwischensequenz. Ein Boss von Herkules. Er erzählte zu den paar Gegnern, die in der Zwischensequenz einfach mal kurz geplättet wurden, um zu zeigen, wie mächtig Herkules geworden ist. Ja, ja, du bist ganz, ganz stark. Friss diesen Stein und werd glücklich. Na los, komm, wirf. Oh, du kannst überhaupt nicht zielen, Spasti. Bam. Voll auf die 12. Und er kriegt 13 Schaden. Du triffst mich eh nie. Dafür bist du ein viel zu leichter Gegner. Bam, bam, bam. War das Geräusch jetzt gerade außerhalb des Spiels oder in-game? Ich weiß es nicht mehr. So. Na komm, wirf dein Steinchen. Und friss mein Steinchen. Tja, da liegste. Okay, und ein Speicherpunkt. Wunderbar. Und das ist auch natürlich nicht der Endboss. Ich habe ja auch noch nicht alle Buchstaben gefunden, also von daher kann das nie und nimmer der Endboss sein. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht mehr, was der Endboss hier war. Ich, naja gut, ich habe eine Vermutung, aber ich will auch nicht sagen, was es war. Stehen die wieder auf? Die Skelette erinnere ich mich erst jetzt gerade wieder. Jetzt, wo ich sie sehe, aber vorher hatte ich die komplett vergessen. Ah, die waren wahrscheinlich auch einfach zu lächerlich, dass ich mich daran erinnere. Hätte. An die Diebe konnte ich mich noch erinnern. Wer kennt sie nicht? Die Untoten aus Griechenland. Okay, da muss ich eine Säule zerschlagen. Gucken wir erstmal, was da oben ist. Sieht mir nämlich mehr Secret-mäßig aus. Bam. Bam. Blitzschwert. Und hier? Okay, hier war nur der Rückweg. Na denn... zurück nach oben. Denn hier gibt's ja noch... Was wollt ihr denn? Ist noch jemand ohne Fahrschein? Nee. So. So ging das auch übrigens mit dem Tränen.
So. Hep. Bisschen Belohnung muss sein. Und jetzt. Geht's noch weiter? Ja. Zum E. Wow, ich habe ernsthaft gerade erst den zweiten Buchstaben gekriegt. Das war mir Belohnung genug für diesen. Für diesen Weg. Wow, der war aber echt umständlich dafür, dass man einen Buchstaben kriegt, muss man schon sagen.